Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Neues im Gaming hier bei Gamer Campus. Heute sprechen wir über das wohl unnötigste Remake in der Geschichte von Remakes, The Last of Us Part 1 und der Deep Dive dazu. Dann kurz zur 14. Season von Apex Legends und ganz am Ende darf ich euch noch was zu Hogwarts Legacy erzählen. Lasst uns starten. Damit ihr uns nicht falsch versteht, wir finden The Last of Us ist ein grandioses Spiel und das erste Abenteuer von Ellie und Joel hat uns wirklich zu Tränen gerührt. Aber das Remake war für viele Fans nicht wirklich vonnöten. Zum einen sieht das Original dank der tollen Arbeit von Naughty Dog auch heute noch durchaus gut aus, zum anderen existiert bereits ein Remaster, was das Ganze auch irgendwie wie einen Cashgrab wirken lässt. Hallo, ich mag Moneten! Naja, wir wollen nicht drüber streiten, ob es nun notwendig ist oder nicht, sondern vielmehr auf den gezeigten Deep Dive eingehen. Naughty Dog hat uns via Trailer nicht nur die optischen Unterschiede gezeigt, sondern auch einige der Features genannt. Tatsächlich hat sich trotz der eingangs erwähnten sehr harschen Worte zur Notwendigkeit einiges optisch getan, aber ob das ein Grund für den Neukauf, sogar zum Vollpreis, ist, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Zu den neuen Features gehören zunächst mal verbesserte KI und Animationen, beides möglich geworden durch die stärkere Hardware der PlayStation 5. Damit sollen Kämpfe und Interaktionen realistischer und durchaus spannender werden, was uns zu weiteren Features bringt, die die PS5 erst möglich macht. The Last of Us Part 1 wird die 3D-Audio-Technologie der Konsole nutzen und damit für eine verbesserte Soundkulisse sorgen, die das volle Surround-Erlebnis mit sich bringt. Vorausgesetzt, ihr habt entsprechende Kopfhörer oder Lautsprecher. Im Trailer wird als Beispiel die Auseinandersetzung mit Lurkers genannt, bei der man die Angriffsrichtung der schnellen Viecher vorher hören kann. You're hearing them skitter around in a different room and you're hearing them trying to get it behind you. Auch die adaptiven Trigger der PS5-Controller werden für die verschiedenen Waffen genutzt und mit den eingebauten Lautsprechern des Controllers kombiniert, um jeder Waffe ein einzigartiges Gefühl zu verpassen. Für manche von euch mag das wie ein Gimmick klingen, aber alles, was die Immersion verbessert, ist natürlich gerne gesehen. Kommen wir aber zu zwei besonderen Ingame-Neuerungen. Der von Fans lange geforderte Permadeath-Modus wird eingeführt. Für alle diejenigen, die sich der absoluten Challenge stellen wollen, gibt es in diesem Spielmodus nur ein Leben und wenn ihr verliert, ist das Spiel eben vorbei. Gerade für unsere Streamer sicher eine gute Herausforderung. Hinzu kommt der integrierte Speedrun-Modus, welcher auch Hardcore-Fans des Originals freuen dürfte. Ihr habt also die Möglichkeit, im The Last of Us Remake es euch selbst sehr schwer zu machen. Aber was denkt ihr eigentlich? Findet ihr die Features und Neuerungen rechtfertigen das Remake zum Vollpreis? Schreibt es in die Kommentare, wir springen in der Zwischenzeit weiter zum nächsten Thema. Apex Legends startet schon bald in die 14. Season und der Erfolgs-Battle Royale geht einfach nicht vom Gas. Der erste Trailer zur neuen Season stellt die neue Heldin Vantage vor, die eher auf Distanz agiert und für Range-Players die neue Wahl sein dürfte. Zum Zeitpunkt unseres Drehs sind ihre Fähigkeiten leider noch nicht aufgelistet, aber dafür wurde uns die Rückkehr von Königsschlucht versprochen. Allerdings nicht ganz so wie damals zum Launch. Auf der Website von Apex Legends steht lediglich wiederhergestellte Königsschlucht und wird beschrieben mit den Worten: Die Zeit hinterlässt überall ihre Spuren und auch die Königsschlucht bleibt davon nicht verschont. Was wird sich aus der Asche der Vergangenheit erheben? Kryptische Aussagen also von Respawn. Wir sind gespannt, was uns erwartet, wenn die neue Season Hunted am 9. August startet. Falls es bis dahin Updates gibt, erfahrt ihr es natürlich auf gamercampus.de. Letztes Thema für heute sind die geleakten Versionen von Hogwarts Legacy. Wir müssen zwar noch ein wenig warten, bis das Spiel endlich erscheint und selbst der Akio-Zauber hilft bis dahin nichts, aber ein paar neue Infos haben wir trotzdem. Auf der Website des Spiels konnten einige Leute Infos zu Spieleditionen finden, sowie die Auflistung von Retail-Partnern, was bedeuten könnte, dass die Vorbestellkampagne bald schon startet. Aber folgende Inhalte nennt uns der Leak zur Deluxe und Collector's Edition des Spiels. In der Deluxe-Version gibt es Testral Mount, Dark Arts Cosmetic Pack, Dark Arts Battle Arena, Dark Arts Garrison Head, 72 Stunden Early Access und eine Kelpie Robe. Wir haben leider keine Bilder zu diesen Inhalten, die wohl alle kosmetischer Natur sind. Lediglich bei der Collector's Edition scheint noch was Physisches mit dabei zu sein, denn da kommen sowohl ein Steelbook
als auch eine Art Buch dazu, das unter dem Namen Floating Ancient Magic Wand with Book genannt wird. Aber das waren sie mal wieder, das waren die Inhalte dieser Woche in Neues im Gelben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls dem so ist, lasst doch ein Like oder Abo da, denn damit supportet ihr uns. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.